Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder mal auf der Saxonia unterwegs und wir sind bereits in Folge 166. Und ja, gleich als erstes vorweg, wenn ihr mich unterstützen wollt, wenn ihr sagt, das finden wir nicht schlecht, deine anderen Folgen waren alle gut, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich mit Shares oder Abos oder halt auch ein Like unterstützt, wenn euch das Video nachher gefallen hat, wenn ihr es geguckt habt. Dann sage ich schon mal vielen Dank und der Abo-Button, den findet ihr sonst auch ganz am Ende des Videos. So, dann wollen wir mal gucken hier. Ich werde ihn jetzt drüben zustellen zu dem... Ja, der Tank ist leer, das hatten wir vorhin gesagt. Wir werden hier, was heißt vorhin? Ich nehme das jetzt, habe die Folge von gestern und von heute an einem Stück aufgenommen. Deswegen ist es für euch gestern, für mich vorhin. So einfach ist es. Mache ich auch kein Hehl raus. Es passt halt zeitlich nicht immer, dass ich immer den Tag davor die Folgen aufnehme. Ich kann es halt nur auf einige Tage der Woche verteilen, meine Aufnahmen. So, aber ich mache mal das Duo hier vorne komplett und stelle ihn hier zu. Dann ist halt die Frage, ob er dann auf die 34 oder auf die 2 zuerst geht oder auch die Jungs auf die 50 mit unterstützt. Das müssen wir jetzt dementsprechend mal gucken, wie wir es am einfachsten machen. So, dann steige ich jetzt hier einfach aus, renne hier durchs Tor, hoffe, dass das Tor auf mich reagiert. Muss ich über hinklettern oder so? Nö, Tor geht auch wegen mir auf, das ist doch sehr schön. 11,7 Millionen sind jetzt an Bord, das ist schon keine schlechte Summe. So. Jetzt geht's los. So, dalle. Ja, ich muss jetzt hier mal... Ich hätte da vorne über die Stoppeln fahren können. Ich werde jetzt mal gucken, wie es am besten hinkommt hier. Ich glaube, ich muss jetzt so anfahren, dass ich von, dass ich ihn das Ganze dann hier rauf mache. Dann wollen wir den Spaß hier mal füllen. Hoffe ich doch, dass ich richtig ranfahre jetzt. So. Aussteigen. Einsteigen. Und drücken. Ja, ist auch richtig. Wunderbar. Das hatte doch schon mal was. Ja, da pumpt er ganz schön was rein. Ja, Dünger hat er noch mehr als genug, da brauchen wir uns ja nicht drum kümmern. So, hüpfen wir mal hier wieder raus. Hier wieder rein. Und fahren erstmal zur Seite. Dann renne ich hier wieder hin und mache ihn wieder an. So. Fahren ein Meterchen zurück. So. Machen den Helfer wieder an. Hüpfen schnell raus und rennen. Also nicht überfahren worden. Wow, Schwein gehabt. So, jetzt fahren wir das gute Stück hier zur Seite. Und dann können wir theoretisch gesehen im kleinen Stil vorspulen. Das heißt, ich werde jetzt die Kosten im Kauf nehmen, die riesigen Summen von dem einen Arbeiter uns jetzt hier kosten werden. Weil ich werde jetzt mal schon ein bisschen vorspulen. So. Lohnzahlungen werden natürlich jetzt immer dann pro volle Stunde fällig. Billigkeit dauert natürlich jetzt Echtzeit jetzt. Läuft das Ganze in ein paar Minuten durch und kostet mich. Aber da kann ich auch mit leben. So, ihn parke ich mal hier an der Seite einfach. Hier stört er auch nicht. So. Gucken wir, wie wir ihn nochmal brauchen. Und wofür? Jetzt kommen das nächste Mal Lohnkosten. 33. Aber es ist echt anteilig. Es geht echt die Originalzeit, wie ihr seht. Große Frage nach Sonnenblumen. Und Nachfrage nach für Käse, okay. Das ist nicht schlecht. Ich werde das nämlich jetzt auf jeden Fall langsamer machen, weil wir müssen jetzt ja die Wareneinnahmen noch einmal voll drücken. Ne?
Gleich, weil um 12 Uhr macht das Ganze zu. Das hatten wir ja schon. So, deswegen nehme ich die Zeit jetzt runter. Und jetzt schalten wir mal hier durch, bis wir da sind. Na, wer kommt zuerst? Er kommt zuerst, das ist praktisch. So, mehr passt da nicht rein momentan. Wir fahren ihn mal hier zur Seite, dann wissen wir, dass wir damit durch sind. So, aussteigen. Dann, wie ihr seht, der Wareneingang ist halt, ne? Nur bis 12. So, Treibstoff ist noch drinne. Wasser. Passen jetzt noch 20.000 Liter rein. Und wir haben hier nur noch 6.000 drinne. Gut, dann pumpen wir die mal eine Runde ab, würde ich sagen. Weil Wasser ist wichtig. Die Begründung ist eine ganz einfache. Pro 10.000 Liter Soja brauchen wir 30.000 Liter Wasser. Knackpunkt, ne? Wenn wir den Tank nicht voll machen, es sind eh jetzt 50.000 Liter Soja drin. Das heißt, es würde 150.000 Liter Wasser kosten. Die passen eh nicht in den Tank. Es passen nur 90.000 rein. Oder möchte ich wenigstens die 90.000 auch drin haben, weil 14.000 oder sowas fehlen da jetzt noch. Dass wir wenigstens auch 30.000 dann umgesetzt kriegen. Ne? Sobald der Wareneingang wieder auf ist, werde ich das restliche Wasser gleich reinpumpen, dass die Produktion gleich weitergeht. Aber wie gesagt, mehr wie 90.000 kann ich halt jetzt zuerst nicht reinmachen. So bitterlich ist das. So. Werden wir gleich hier erst in eine Runde drehen. Ja, da müssen wir uns mal echt um den Käsepart dann kümmern. Milch war ja wirklich mehr als genug drinne. Ne? Schließen tut ja auch nur der Waren. Eingang, der war ein Ausgang, also Gülle und sowas, das kann ich noch wegholen zwischendurch. Der steht also noch nicht so verkehrt. Der hat noch Zeit bis um 12 Mitternacht. Und dann ist der wieder zu bis 7 Uhr morgens, glaube ich. Irgendwie so. Ja, wir lassen ihn jetzt hier volllaufen. Ja, die Sämaschine ist hier schon wacker. Wenn die fertig ist, dann können wir mal gucken, wie sieht es denn jetzt erntemäßig aus? Ihr seht, es ist immer noch nicht fertig, die 234, auch nicht nach den 2 Stunden Vorspulen. Gut, und er ist voll. Dann pumpen wir das jetzt noch im rein. In den letzten 6 Minuten, die wir noch haben, weil so lange ist die Warenannahme noch auf. Könnt ihr natürlich auch hinfahren und gucken. Weil er hat garantiert auch Treibstoff produziert. Ob wir das noch voll machen, aber ich glaube, die 30.000 Liter brauchen die 15.000 Liter Treibstoff nicht. Ich glaube, das passt vom Verhältnis gesehen. Das machen wir den nächsten Mal auf jeden Fall voll. Wir dürften ja mehr als genug Treibstoff produzieren, würde ich sagen. So, okay. Ja, ich mache jetzt erst das Wasser rein, obwohl der Drescher für Raps voll ist. Das ist einfach daran liegt, dass ich natürlich nur auf die 5 Minuten da habe. Bevor man sich irgendwo mit verhaspelt, macht man das jetzt aber vorher hier. So, zieht er diesmal mal ordentlich rum. Auch zu einfach gewesen sonst. Ne? So, aber jetzt geht es rein. Ja, den darf ich jetzt auch nicht drin stehen lassen, sonst klappt er wieder hoch, so wie wir es schon mal gesehen hatten. Das ist kein schöner Anblick. Ich mache ihn jetzt einmal voll und dann muss er da leider erst weg. So, das dürften jetzt, ich glaube, so zwischen 14.000 und 16.000 Liter irgendwie sowas sein, was da fehlt, glaube ich. Das dürfte also nicht mal die Hälfte, glaube ich, geht rein. Gucken wir mal. Ja, richtig vermutet, ja. Gut, ja, dann haben wir auf jeden Fall gleich eine Ladung Wasser zum Reinmachen, wenn es halt wieder losgeht. Wir können auf jeden Fall auch
die verbrauchten dann 30.000 Soja sofort wieder auffüllen. Das ist alles okay. Treibstoff ist auch okay. Dann würde ich sagen, schalten wir uns mal durch zum Rapsigen hier. So, der muss auf jeden Fall in die Richtung, würde ich sagen, hier. Ja, habe ich jetzt gerade was verpasst, oder? Mache ich gerade was verkehrt? Eigentlich nicht. Warum ist das da reif und das da nicht? Oder konnte ich nur nicht so weit gucken? Ich konnte wahrscheinlich nicht so weit gucken. Obwohl, eigentlich hätte das hier vorne noch genauso. Ich habe hier nicht längs gemacht. Verstehe ich jetzt nicht. Nee, ich glaube, es springt gerade um. Ich glaube, es wird gerade reif. Brauchen wir gar nicht spulen. Das ist ja cool. Gucken wir mal. Und? Ja, die 2, die 34 ist alles gerade frisch reif geworden. Das ist doch cool. Dann können wir doch mal sehen, was wir hier loslegen. Das ist das gute Stück. An und ran. Na komm. Und Helfer Go. Der hat seinen freundlichen Begleiter hier schon stehen. Sehr gut. Den brauchen wir nicht. Der fährt jetzt wieder los. Der ist eh schon dabei. Der muss noch nicht hinterher. Das ist der Käsepart. Tja, zum viel Vorspulen kommen wir jetzt nicht. Aber super viel Käse haben wir hier irgendwie auch nicht. Aber das sind ja nur 3 Paletten, die da stehen. Das ist auch nicht so rosig. Gucken wir mal, was sich da noch ergibt in der Zeit. So, ja, auch er kann fahren. Das ist der wesentliche Punkt. Bei ihm können wir hier um die Ecke eben auf die 2 klemmen. So. Braucht nämlich nur hier einmal rüberfahren. Von hinten einer? Nö, der ist noch weit genug weg. Und dann können wir schon die gute 2 hier annehmen und hier gleich loslegen. So. Und da werde ich das jetzt auch anders machen wie gedacht. Produktion wird ja eh, wie gesagt, es läuft jetzt ja die Produktion für die mit den 50.000, die da drin ist. Das wird eine ganze Zeit dauern, bis die durch sind. Wir müssen ja zwischendurch auch noch Wasser füllen. Deswegen glaube ich, so, ich werde erstmal hier jetzt alles in Gang bringen, wie schon gesagt. Den Drescher hier jetzt auch. So, mache ich einfach Helfer an und lassen einfach schön ins mittlere Nichts fahren. So. So, lande ich denn beim Durchschalten? Gut. Bei dem hier. Ihn fahre ich jetzt rüber zum mittleren Part. Begründung, warum ich jetzt nicht mit ihm da hinterher fahre, ist eine ganz einfache. Ich kann hier gleich frisch schön den Raps reinmachen. Und ich habe noch den mit den halbvollen mit Soja stehen bei der Sojamilchfabrik. Und mit dem werden wir den Rest in dem abtanken von den anderen beiden Feldern. Das dürfte er locker noch mit reinnehmen. Und dann können wir das auch einlagern und dann alle wieder ins Start bringen. Weil bis er die 50.000 weg hat, brauche ich da ja nichts stehen lassen, sondern ich kann das dann einfach nachher vom Lager holen, das ist dann einfacher. Hauptsache jeder Drescher hat wieder seinen Abfahrer dabei, dann passt das auch wieder. Dann geht das lockerer. Nicht gegen den Brunnen fahren, das wäre doof. Ja, aber da war die Umschaltung ja genau passend, da brauchte ich ja echt nicht weiter vorspulen, das hatte er schon was. So. Gut, der biegt irgendwo vorher ab, bis wir da sind. Vor dem haben wir die Kreuzung überquert. So einfach ist es.
Und hier sind wir schon unterwegs. Und so einfach ist das. So. Ja, hier ist derjenige, der garantiert nicht die komplette Bahn zurückfährt. Sondern garantiert irgendwo mittendrin stehen bleibt gleich, weil er voll ist. Und deswegen fahre ich ihn erstmal jetzt weitmöglichst hinterher. So einfach ist das Ganze. So, da steht er. Dann brauchen wir das gute Stück. Ach, da haben wir. Schneller mal durch hier, so. Ja, die gute Saatmaschine hier hat den Part erledigt. Die falten wir schon mal zusammen. Und mit dem müssen wir jetzt abtanken fahren. Ja, aber so schnell geht's, ne? Wir sind echt schon wieder am Ende einer Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lassen würdet oder einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Auch gerne einen Kommentar, einen Hinweis, einen Tipp. Schreibt mir, was ihr haltet von einem Special auf einem extra großen Feld mit Rüben. Also jetzt gar nicht mal auf der Saxonia. Und wenn wir das mit als extra Special auf einer anderen Karte machen, als Sonderserie, sag ich mal so, was wollt ihr denn hier als nächstes angepflanzt sehen? Wollen wir ins Kartoffelgeschäft einsteigen? Das sind also die Fragen, die man so stellen kann. Und das wären ja alles so die Möglichkeiten. Weil es gibt ja extra so Maschinen, die die dementsprechend das dann auch immer wieder aufnehmen können. So, ne? Und dann in die Bahnen dann umsetzen können. Oder wie auch immer wir es dann machen, ausprobieren. Wie auch immer. Das müssen wir dann halt mal gucken. So, ja, aber dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.